kann die Frage von vorhin vielleicht gerade beantworten. Das funktioniert auch mit Nextcloud. Sehr gut, das ist doch Community. Wir helfen uns gegenseitig mit wichtigen Informationen. Also es kennt ja sicher die Free Software Foundation Europe. Wir sind von der Lokalgruppe Zürich und kümmern uns da um die Verbreitung von freier Software. Wir organisieren Veranstaltungen, führen Projekte durch und das ist jetzt ein kleines Projekt, über das ich heute erzählen möchte. Immer wenn ich umziehe an einen neuen Ort, dann schaue ich mir erstmal auf der OpenStreetMap die Kartensituation an, ob da auch jeder Baum und jeder Robidoc eingezeichnet ist. Im Workshop über OpenStreetMap hatten wir dieses Thema. Und so bin ich vor einiger Zeit ins schöne Weiningen im Limmertal gezügelt und habe dann gesehen, dass da einiges fehlt auf der Karte. Und ich hatte jetzt dieses Mapping in OpenStreetMap schon in einigen Orten vorher gemacht. Und dann dachte ich mir, ja, eigentlich könnten das ja mal andere für mich machen. Und da kam mir die Idee, bei der Sekundarschule in Weiningen anzurufen und dort nachzufragen, ob das ein interessantes Projekt für die Schüler an der Schule ist. Ich habe dann mit dem Schulleiter gesprochen, hatte vorher ein Projektdokument erstellt, ein mehrseitiges Dokument, damit ich auch etwas abzugeben hatte. Und der fand die Idee gut und hat dann mit verschiedenen Lehrern Kontakt aufgenommen. Und wie der Zufall es wollte, gab es einige Wochen später eine Projektwoche für Schüler. Da bin ich dann eingeladen worden, um diese Idee vorzustellen. Und dann habe ich zusammen mit dem Geografielehrer vor den Klassen, die da versammelt waren, das Projekt vorgestellt. Die Idee ist also, dass eine Gruppe von Schülern ihren Wohnort kartografiert. Natürlich nicht vollständig, weil in der OpenStreetMap ist ja schon sehr viel gemacht, aber man findet immer noch Sachen, die fehlen. Beispielsweise in Weiningen gab es überhaupt keine Hausnummern auf den Häusern. Und es fehlten auch einige Häuser, manche waren abgerissen, Neubauten waren noch nicht eingetragen. Und habe ich das vorgestellt. Also die Lernziele ist, dass die Schüler etwas Praktisches über Geografie lernen, dass sie lernen, mit Kartografie umzugehen, dass sie auch den Unterschied zwischen proprietären Applikationen oder Services, wie zum Beispiel Google Maps, lernen und dass sie verstehen, dass es auch Alternativen dazu gibt, freie Services. Das war auch ein Ziel von mir, das zu vermitteln. Und dass man etwas benutzen kann, nämlich die OpenStreetMap, dafür aber auch etwas in die Gemeinschaft zurückgibt, nämlich eine Verbesserung der Qualität und zudem auch noch Spaß bei der Sache haben kann. Genau, so dann haben sich zwei Schüler dafür entschieden, an diesem Projekt mitzumachen. Hier sieht man übrigens noch einen schönen Vergleich zwischen Google Maps, es ist der Lindenhof in Zürich, und OpenStreetMap, und auf den ersten Blick fällt der sehr hohe Detailreichtum bei OpenStreetMaps auf. Das war auch ein Bild, was ich verwendet habe, um die Schule davon zu überzeugen, dass es doch schön ist, wenn die Schüler in diese Qualität weiter investieren. Gut, dann habe ich vor der Klasse das ganze Projekt, das Vorgehen erklärt. Und in einem nächsten Schritt habe ich dann die beiden Schüler, die an diesem Projekt teilnehmen wollten, zu mir eingeladen nach Hause und habe ihnen gezeigt, in welchen Schritten das Ganze vonstatten geht. Und zwar war das folgendermaßen. Ich habe auf Papier Kartenmaterial ausgedruckt. Die Idee war, dass die Schüler dann mit diesem Kartenmaterial durch den Ort gehen und fehlende geografische Elemente dort eintragen. Ich habe vorhin im Workshop gelernt, dass man das, Mapping, sondern Craft Mapping nennt. Also wenn man sich nicht auf die Couch setzt und irgendwo etwas abmalt und vielleicht gar nicht weiß, ob das so stimmt, sondern dass man rausgeht und das vor Ort anschaut und sehen kann, ob der Baum tatsächlich da steht und dann trägt man es erst in die Karte ein. Und jetzt mag man sich fragen, ja, das ist vielleicht etwas altmodisch, mit einem Zettel Papier draußen rumzulaufen. Man könnte doch direkt mit einem Tablet oder Notebook oder mit einem Mobile Phone das direkt machen. Das habe ich auch versucht. Meine Erfahrung war aber, dass man mit Papier und Bleistift draußen eigentlich einfacher und schneller zurechtkommt und nachher in aller Ruhe zu Hause dann die erfassten Elemente
im PC eintragen kann. Also die Schüler sind dann eine Woche lang rumgelaufen, haben halt auf Papier die fehlenden Häuser erfasst, Hausnummern eingetragen, zusätzliche Informationen, beispielsweise Öffnungszeiten von Geschäften eingetragen, halt all das, was man in der OpenStreetMap machen kann. Und abends haben sie das Ganze dann im Editor von OpenStreetMap am Computer übertragen. Also man sieht hier so einen kleinen Ausschnitt von diesem Editor, wo man dann Satellitenbilder hat als Hilfestellung und die eigenen erfassten Elemente eintragen kann. Das lief dann eine Woche lang. In der Zeit habe ich mich auch darum gekümmert, die Presse einzuladen. Wir haben dann noch einen Pressetermin gemacht mit den Schülern. Und es ist dann auch in der Zeitung ein Artikel über dieses Projekt veröffentlicht worden. Die ganze Sache war damit dann zu Ende, dass die Schüler eine Abschlusspräsentation in der Aula ihrer Sekundarschule gehalten haben, haben sogar einen Preis bekommen für dieses Projekt. Und die Schüler haben auch angeregt, diese ganze Idee doch fortzuführen, an andere Schulen zu tragen und praktisch aus dieser positiven Erfahrung, diese positive Erfahrung weiterzugeben im Sinne von Gutes tun und darüber sprechen. Das war's. Gibt's Fragen dazu? Also zuerst mal einen Applaus, würde ich sagen. Das finde ich wirklich ein sehr cooles Projekt, weil das ist ja wirklich das Potenzial der Schülerinnen und Schüler, also wirklich ein Student Sourcing, das ihr da macht, das finde ich sehr schön. Ja. Gibt es ähnliche solche Beispiele von OpenStreetMappers? Also wahrscheinlich in Rapperswil ist alles sehr gut ausgemappt, oder? Mhm. Okay. Super. Einen Hinweis habe ich noch. Wir waren ja vorhin schon fleißig, beziehungsweise nicht ich, sondern du. Es gibt bei der OpenStreetMap gibt's ein Wiki. Und seit einigen Stunden gibt's auf diesem Wiki für die Schweiz eine Unterseite für Lehrmittel. Und auf dieser Unterseite gibt es als einen der ersten Einträge mein Projektdokument, beziehungsweise der ganze Bericht in meinem Blog, in dem man auch Projektdokumentation herunterladen kann zur Weiterverwendung in ähnlichen Projekten.